This is the Pitzkorvatsch in southeastern Switzerland. Its mountain station attracts winter sports enthusiasts, alpinists, and now, whiskey lovers. Here, at an altitude of over 3,000 meters, Swiss entrepreneurs Rinaldo Willi and Pascal Mittner have opened the world's highest distillery. Die Idee, auf dieser Höhe, auf 3300 Metern, ein Distillery zu eröffnen, hat sich ergeben, da wir von Beginn an ein Lager, ein Fasslager auf dem Korvatsch unterhalten. Und es ist ein Privileg, auf dieser Höhe, auch in diesem Umfeld, mit diesen Bergen im Hintergrund, eine Distillerie betreiben zu dürfen. For a decade, the two friends have been distilling whiskey. They call their single malt Orma, the Rätoromanic word for soul. In October 2020, they opened their distillery on the Pitzkorvatsch at an elevation of 3,303 meters, higher than any other whiskey makers. An advantage is that the boiling point lies at about 10 degrees lower than at sea level. Eins der Vorteile ist, dass wir sozusagen eine langsamere Destillation haben mit tieferen Temperaturen und dadurch viel mehr florale Noten im Whisky dann haben werden. Even if people don't automatically associate Switzerland with whiskey, the country holds a surprising number of whiskey-related records. Down in the valley, the resort town of St. Moritz is home to the world's largest whiskey bar. It already has two entries in the Guinness Book of World Records. Here, guests can choose from over 2,500 different varieties of whiskey. The mountain village of Santa Maria, around 50 kilometers east of St. Moritz, is home to another Guinness record holder, the smallest whiskey bar on earth. On just 8.3 square meters of space, Gunter Sommer serves up some 300 kinds of whiskey. With so many world records, is Switzerland a whiskey nation after all? Ich denke, die Schweiz ist keine Whisky-Nation, wie alle anderen Staaten auch nicht. Was am nächsten der ganzen Sache kommt, ist Schottland und Irland. Und wir sind aber auf einem guten Weg, einfach das ein bisschen zu ändern und nähern uns gut an. Es gibt immer mehr bessere Destillateure und ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird sich da sehr, sehr viel ändern. Gunter Sommer isn't just a barkeeper. He also manages a whiskey museum and makes the spirit professionally in this cellar. Located at an elevation of 1,400 meters, the boiling point of alcohol is also lower here than at sea level. So Sommer is skeptical whether distilling whiskey high up on a mountain will really influence its taste. Umso länger man destilliert in der Relation, umso besseren Alkohol kriegt man. Dann nützt auch nichts, dass man einen anderen Destillationspunkt hat, der niedriger liegt. Der Unterschied liegt einfach darin, dass man knapp über dem Verdampfungspunkt, dass man halt knapp darüber liegt beim Feinbrand destillieren. Back to Korvatsch, the world's highest distillery. Here, the spirit made from malted barley has to age in barrels for at least 3 years to rightly be called whiskey. Ob dann wirklich der Einfluss der Höhe im Whisky nach 5, 10, 20 Jahren ersichtlich ist, steht noch aus. Unsere Ambition liegt darin, dass es nicht ein Whisky ist, der möglichst nah ähnlich einem schottischen ist, sondern klar als solches, als Schweizer Produkt, schmeckbar ist. No matter what the whisky ends up tasting like, Rinaldo Willi and Pascal Mittner couldn't have found a more stunning location to make or drink it.